Hallo und grüß Gott, liebe Reisefreunde. Heute möchten wir euch den Campingplatz Hollmannhof in Bad Füssing vorstellen. Bad Füssing gehört zum niederbayerischen Bäderdreieck. Dazu gehören noch Bad Griesbach und Bad Birnbach. Bad Füssing hat sich auf das Publikum Ü65 spezialisiert. Die Bushaltestelle vom Bäderbus und hier, das ist der Kurzzeitstellplatz für maximal 3 Tage. Strom ist da. Also 3 Nächte, 14 Euro plus Kurtaxe. Das ist die Haltestelle genau vom Campingplatz, vom Bäderbus, der einen in die Innenstadt bringt. Kostenlos natürlich. Und da geradeaus ist ein Tenniscenter mit Hallen und Freiplätzen. Das gehört auch zum Campingplatz. Kann natürlich jeder spielen. Das ist der Haupteingang der Rezeption. Da oben ist Kosmetik, hauptsächlich was für die Ladies, Solarium und Kosmetikfarben. Na, alles da. Hier ist eine Lufttankstelle fürs Fahrrad. Ach, nicht schlecht. Und da ist auch noch eine Entsorgungsstation, da kann man auch noch entsorgen, obwohl man hat hier alles am Platz. Das ist die Einfahrt auf dem Campingplatz. Geradeaus ist das kleine Sanitärhaus. Physiotherapie gibt es hier natürlich auch. Das ist das zweite Sanitärhaus. Ist aber jetzt, glaube ich, viel belegt, deswegen filme ich da jetzt nicht um. Hier ist die große Müllentsorgung. Ist extra schon drüber gehängt für die Deppel, damit man weiß, was wo reinkommt. Hier gibt es auch Gasflaschen, wenn ihr da Bedarf habt. Alles da. Das ist unser Plätzchen. Hier gibt es Vollversorgung. Aus dem rechten gibt es das Gas für den Gastank. Hier ist Frischwasser, Toilette. Hier drunter gibt es einen Stromanschluss. Hier und unten Toiletten. Entsorgung auf die kleinen Grauwasser. Entsorgung. So, und hierfür gibt es Schlüssel, die bekommt man in der Rezeption. Beziehungsweise bei manchen Plätzen sind sie befestigt. Obligatorisch. Wäscheständer und Fahrräder. Was ich noch erwähnen möchte, Hunde sind auf diesem Campingplatz verboten. Diesen Eingangsbereich sind rechts die Duschen, Toiletten für Herren und links für die Ladies. Hier geht's mal zu den Herren rein. Hier vorne sind so separate, wo man sich rasieren kann. Hier hinten sind Duschen. Alle Wände sind mit diesen schönen alten Bildern gemacht. Das ist wirklich ganz toll, sieht sehr schön aus. Und auch in den Duschen hat man diese Bilder. Ja, die Duschen sind vorzüglich. Man kann so lange drunter stehen, wie man möchte. Wunderschön warmes Wasser. Und bei unseren Besuchen war immer alles sehr, sehr ordentlich, sauber und gepflegt. Also das hat uns wirklich sehr gut gefallen. Überhaupt das ganze Sanitärhaus ist wunderschön. Die Toiletten mit Fernseh. Ist reserviert für die Bayerische Staatsregierung. Und überall die lustigen Türen, viele Toilette, fertig. Auch hier wieder fertig. Da auch. Coole Bilder davor. Ja. Ups, was bin ich? Küche. Cool. Spülraum. Sehr schön.
Ach, das sind Privatbäder, die man mieten kann, die hier rechts und links. Mietbäder, da steht es ganz groß. Ja, ich muss erst gucken, was hier noch ist. Ups, also hier sind Waschmaschinen. Hier kann man Wäsche waschen. Ja. Alles reichlich vorhanden. Und ist hier noch ein Kinderbad. Das sieht ja cool aus. Gibt's da Licht? Ach so, toll. Das ist auch keine tolle Tür. Ist ja hübscher wie bei den Erwachsenen. Und was ist das? Ach, so ein Babywickelraum. Ja, genau. Ja, kenne ich noch, aber ist lange her. So. So, Latsch wie zu Hause. Ist ja richtig groß hier. Ja, das ist ein Riesenraum. Und hier kann jeder seine Wäsche trocknen, oder? Ja, nur trocknet sie. So. Ich gehe wieder mit meinen frisch gebügelten Hemden, gell? Und jetzt gucken wir mal, was oben ist. Oh, ein Besprechungsraum. Ja, hier könnt ihr mit euren Familienmitgliedern Seminare abhalten. Wie campe ich? Perfekt. Und da drüben? Oh ja, ein Aufenthaltsraum für Kinder und Jugendliche. Ja. Omas Sofa, Fernseher, Tischtennisplatte. Tischfußball. Perfekt. Ich mache das auf. Ja. Und so sieht es von oben aus. Das ist der Ausblick zur anderen Seite. Da ist das Rezeptionshaus, da ist ein Laden drin, da gibt es die Brötchen, unten ist das Therapiezentrum und dahinter ist noch ein Sanitärhaus und die Müllentsorgung. Und da vorne vor der Schranke ist ein Warteplatz, beziehungsweise für kurze Übernachtung 2-3 Nächte. Und da stehen wir, sehr günstig. Und das ist das große Sanitärhaus, da oben habe ich vorhin vom Balkon gefilmt. Das ist die Seite zum Haupteingang. Biergarten, Liegewässer, Kräutergarten, Kinderspielplatz, Volleyball und Tischtennisplatz. Wetter ist heute nicht so einladend und es sind keine Schulferien, deswegen gibt es hier auch keine Kinder heute. Das ist Kräutergarten, Pfefferminz, Majoran, Salbei. Gott, was es alles gibt. Also vorm Kochen kann man sich hier schön selber was holen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich wüsste gar nicht, welche Kräuter für was sind. Doch Dill wüsste ich. Lachs mit Dill-Senfsoße. Lecker. Volleyballplatz. Und das ist der Biergarten. Weiberleut, das ist die Tür für Frauen. Und Männerleut, das ist die Tür für Männer. Nur für die, die sich im Bayerischen nicht so auskennen. Ein wunderschönes Haus. Sieht toll aus. Aber
müsste vielleicht ein bisschen nachgearbeitet werden. Das ist nicht cool. Ich komme und es dreht sich. Ja, das ist ja wohl geil. Ja, schönes altes Haus. Komisch, sowas finden wir alle schön, aber drin wohnen möchte keiner mehr heutzutage. Das ist der zurzeit nicht geöffnete Biergarten. Bärlauchaufstrich. Also das ist nichts für mich. Ja, schön groß, schön Sonnabend, kann ich mir das hier schon ganz nett vorstellen. Drinker, das heißt Getränke. Essen, das sind Lebensmittel. Und dieses Brückerl hier über dem Meer bringt das Wasser auf die Wassermühle. Offener 17 Uhr. Naja, der Himmel ist halt nicht so toll, also es wird heute wahrscheinlich nicht zu viel los sein. Aber ansonsten, dieser Stellplatz ist wunderschön, also wir können ihn nur empfehlen, wie gesagt. Hundefans sind hier nicht so willkommen, also es ist Hundeverbot auf dem Platz, was für manche auch mal ganz schön ist. Und du bist mit dem Fahrrad in 5 Minuten. Im Ort hier gibt es 3 riesen Thermalbäder und du kannst hier Kuren und Anwendungen machen. Also für etwas Ältere, so wie mich, wunderbar. Da stehen wir. Eine Fahrradreparaturstation. Das ist ja total cool. Ja, ihr Lieben, dieser Campingplatz ist wirklich sehr schön und Bad Füssing ist ein sehr schöner Ort. Wir dürfen uns verabschieden. Wenn euch der Film gefallen hat, freuen wir uns über einen Daumen nach oben oder ein Abo. Liebe Grüße, Rainer und Gudrun. Tschüss.